Ich bin die Antwort auf deine Furcht. Wovor fürchtest du dich? Ein kurzes Innehalten. Wovor fürchtest du dich? Was sind die Bedrohungen, die Angriffe in deinem Leben? Ist es der Berg vor dir, der viel zu groß ist? Wo du den Eindruck hast, all die Arbeit, wie soll das nur gehen? Ich schaffe es nicht. Und was manchen vielleicht zu viel Arbeit ist, ist anderen zu wenig Arbeit, weil sie sich fürchten, den Arbeitsplatz in den nächsten Wochen zu verlieren. Vielleicht ist es die Ehe, die zu scheitern droht. Oder Sorgen um die Kinder, schlaflose Nächte, die dich quälen, steigende Infektionszahlen und noch mehr Corona-Tote. Vielleicht ist es die Furcht vor einer nahenden Entscheidung, die du nicht mehr umgehen kannst. Sorgen vor der Zukunft, vor dem Alter, dem Alleingelassensein. Wer wird sich noch um dich kümmern? Vielleicht ist es auch der nächste Arzttermin, denn jeder Arzttermin wird zur Qual, vor der Furcht, vor den nächsten Diagnosen. Ich weiß nicht, welche Furcht dich aktuell beschäftigt. Fest steht, Furcht lähmt, Furcht blockiert. Und wie gehen wir dann damit um? Ich möchte den Text in Jesaja 41 anfangen zu lesen. Abschnittsweise zunächst die Verse 1 bis 3. Du bist herzlich eingeladen mitzulesen, wenn du eine Bibel dabei hast. Ich werde den Text hier auch einblenden, aber dann auch gegen später schneller über die Textstellen gehen. Jesaja 41, 1 bis 3. Wendet euch mir schweigend zu, ihr Meeresländer. Die Völker sollen sich rüsten, dann sollen sie kommen und reden. Lasst uns miteinander den Rechtsstreit beginnen. Wer hat den Mann aus dem Osten geschickt, dem die Gerechtigkeit unmittelbar folgt? Wer übergibt ihm die Völker und lässt ihn Könige bezwingen? Sein Schwert verwandelt sie in Staub, sein Bogen macht sie zu verwehtem Stroh, er jagt sie und geht ungehindert einen Weg, den seine Füße nie zuvor betreten haben. Wer beginnt sich angesichts einer solchen Bedrohung nicht zu fürchten? Ein geheimnisvoller Mann aus dem Osten wird genannt. Er ist auf dem Vormarsch, er bezwingt Königreiche, er hinterlässt Tod und Verwüstung. In Vers 3 lesen wir, er kann nicht aufgehalten werden. Er marschiert voran und nimmt neues Land ein. Was zunächst ziemlich verwirrend erscheint, wird unglaublich spannend, wenn man sich tiefer damit beschäftigt. Der Mann aus dem Osten. In Jesaja 44, Vers 28 wird er sogar beim Namen genannt. Es ist Kores oder Kyros der Zweite, König der Perser, Gründer des Medo-Persischen Reichs. Er bezwingt erst die Meder, dann fast den gesamten Vorderen Orient. Grausam marschiert er ca. 538 vor Christus von einem Land zum anderen und er hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Die Perser beenden die babylonische Weltherrschaft. In Daniel lesen wir mehr darüber. Auch dort wird Kores genannt. Und ich kann mir gut vorstellen, wie sich um die Völker darum so eine Art Lähmung breit macht.
angesichts dieser vorrückenden Macht und der Furcht, die sie überfällt. Auch im Buch Esra lesen wir später von Kores. Ich werde noch näher darauf eingehen. Und jetzt das ganz Besondere. Unser Jesaja-Text wurde bereits circa 150 Jahre vor Kores Regentschaft, vor seiner Geburt, geschrieben. Faszinierend. Die Bedrohung ist da oder sie steht vor der Tür. Vers 4 zeigt uns, dass Kores innerhalb eines festgelegten Rahmens agiert. Vers 2 wirft die Frage auf, wer hat den Mann aus dem Osten geschickt? Und jetzt erhalten wir in Vers 4 die Antwort. Wer tut und macht das? Der die Geschlechter ruft von Anfang an. Ich, der Herr, bin der Erste und bei den Letzten bin ich derselbe. Ich bin. Das kommt uns doch bekannt vor. Wie stellt sich Gott Mose am brennenden Dornbusch vor? Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. JHWH, Jahwe, was so viel bedeutet wie sein, werden, existieren. Und dennoch ist dieser Name so allumfassend, so wunderbar, dass wir nur ganz schwer alles irgendwie aufzählen könnten, was dieser Name beinhaltet. Er, Jahwe, ist der unveränderlich, in sich selbst bestehende. Dieser Name drückt die ewige Existenz Gottes aus. Aber nicht nur das. Jahwe ist der Ursprung allen Seins, aller Existenz, ja, der Ursprung allen Lebens. Jesaja 44, Vers 6, ich bin der Erste und der Letzte. Es gibt keinen anderen Gott. Ich bin ist auch der Unveränderliche. Auch wenn sich die Welt rasant verändert, ich bin bleibt konstant. Sozusagen der feststehende, unveränderliche Rahmen. Mächtige kommen und gehen innerhalb dieses Rahmens, aber Gott verändert sich nicht. Nur er ist in der Lage, planvoll und mächtig zu wirken. Denn nur er hat den Überblick über die gesamte Weltgeschichte. Machthaber und Stürme dieser Erde, sie mögen kommen innerhalb dieses Rahmens und Gott gebraucht sie als seine Werkzeuge. Kores darf auch innerhalb dieses festgelegten Rahmens agieren, aber nur so weit, wie Gott es zulässt. Gott gebraucht ihn, Kores, für seine Zwecke, wie in Vers 2 bis 4 deutlich wird. Gott gebraucht Werkzeuge, die möglicherweise noch nicht einmal an ihn glauben. Faszinierend. Gott hat alle Fäden in der Hand. Nun halten wir fest, die Bedrohung innerhalb des von Gott zugelassenen Rahmens ist da, im Leben der Menschen damals, aber natürlich kennen auch wir die Furcht nur zu gut. Was ich im Folgenden ausführen möchte, bezieht sich zunächst auf die damalige Situation. Aber vielleicht kann der ein oder andere Gedanke auch in deine Situation schon hineinsprechen. Jetzt stellt sich nämlich die Frage der Reaktion. Was ist die Reaktion auf die heranrückende Bedrohung? Ich fand im Text zwei Reaktionen. Wir lesen weiter, Vers 5 bis 7. Die Inseln sahen es und erschraken. Ferne Länder erzitterten, verbündeten sich und kamen näher. Einer half dem anderen und sagte, nur zu! Der Gießer ermutigte den Goldschmied und der, der mit dem Hammer klettet, den, der auf den Amboss schlägt. Dieser sagte über die Lötung, sie ist gut. Dann schlug er Nägel hinein, damit ihr Götzenbild nicht wackelt. Zunächst ein kleiner Exkurs, ganz nebenbei. In Vers 1 und 5 werden Inseln oder Meeresländer erwähnt. Hier steht das hebräische Wort Iyim, was in der Bibel für die Küstenländer
auf europäischer Seite des Mittelmeers steht. Und es ist spannend, die Bibel auf Iyim zu untersuchen. Das nur ganz am Rande. Fest steht, auf einmal sind wir mittendrin im Geschehen. Wir werden sogar direkt angesprochen, wir als Europäer. Doch was ist die Reaktion der Europäer? Die Reaktion auf die vorrückende Bedrohung. Ich nenne die erste Reaktion, wenn die Furcht überhand nimmt. Was ist die Reaktion auf die lauernde Gefahr? Furcht. Die Menschen und Länder schließen sich zusammen, lesen wir in Vers 5. Durch ihr gemeinsames Getratsche wird die Furcht möglicherweise in ihren Köpfen noch viel größer, als sie ohnehin schon ist. In Vers 6 lesen wir, einer versucht dem anderen mit guten Ratschlägen zu helfen und zieht ihn dabei möglicherweise noch weiter runter. Die Furcht verbreitet sich wie ein Lauffeuer von einem zum anderen und gipfelt dann in der gemeinsamen Hoffnung, ein erbautes Götzenbild wäre die geeignete Reaktion auf diese nahende Bedrohung. Aus ihrer Furcht heraus suchen sie Halt in ihren menschlichen Fähigkeiten. Vielleicht kommt dem einen oder anderen von euch, von uns, die hier beschriebenen Verhaltensweisen bekannt vor. Ich möchte nicht näher darauf eingehen. Lieber auf die zweite Reaktion. Was ist die zweite Reaktion? Ab Vers 8 lesen wir davon. Ich nenne sie, wenn Gott die Furcht überwindet. Hier geht es jetzt um Israel. Und was ist die Reaktion Israels, die hier beschrieben wird? Nichts. Gar nichts. Wir finden keine Reaktion des Volkes hier. Denn es ist Gott, der aktiv ist. Gott sorgt hier für seine Zusagen und Verheißungen für die Reaktion. Sicherlich fürchten sich auch die Israeliten. Ja, Grausames hatten sie ja bereits in der babylonischen Gefangenschaft erlebt. Und was würde nun geschehen? Aber das Volk Gottes darf sich einhüllen lassen in die Liebe Gottes, die Liebe des JHWH, Jahwe. Sie müssen in ihrer Furcht nicht selbst aktiv werden, sondern überlassen das Handeln ihm. Und ab Vers 8 klingt das auf einmal wie ein Liebesbrief. Ein Liebesbrief Gottes an sein Volk. Denn ab Vers 8 wechselt der Text nun in die direkte Anrede. Er zeigt uns, jetzt wird's persönlich. Ein kleines, aber wunderschönes Detail. Ich möchte jetzt die nächsten Verse nur kurz anreißen. Doch was dich betrifft, Israel, mein Diener, ich habe dich erwählt, Vers 9. Fürchte dich nicht, Vers 10. Ich bin bei dir, Vers 10. Ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner rechten, siegreichen Hand. Und in Vers 13, ich fasse deine Hand. Der starke, ehrfurchtgebietende Ich Bin, der Machthaber wie Marionetten aussehen lässt, zeigt jetzt eine persönliche, ganz andere Seite. Er spendet Trost und sucht Beziehung. Der Ich Bin überwindet die Bedrohung durch Beziehung. Aus der Geschichte wissen wir, dass Kores als Werkzeug Gottes zur Befreiung Israels aus der Gefangenschaft eingesetzt war von Gott. In Esra 1, Vers 2 und 3 lesen wir die Kundgebung, die Kores selbst spricht. 539 vor Christus, nochmals zur Erinnerung, 150 Jahre nach unserem Jesaja-Text. So spricht Kores, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Nun hat er mich dazu bestimmt, ihm in Jerusalem, in Juda ein Haus zu errichten. Wer unter euch seinem Volk angehört, soll hinaufziehen nach Jerusalem, um das Haus des Herrn, des Gottes Israels, zu bauen. Die Gefangenen des Volkes Israel dürfen heimkehren.
Gott ist in Zeiten der Bedrohung, der Furcht, der Handelnde. Zunächst umhüllt er sein Volk mit liebevollen Zusagen, aber er belässt es nicht dabei, sondern er greift selbst aktiv ein und verwandelt die Bedrohung durch Kores in Segen für Israel, indem die Israeliten aus der Gefangenschaft heimkehren dürfen. Und nun fragen wir uns wahrscheinlich zu Recht, ja, was hat es dann alles eigentlich mit uns zu tun? Natürlich, die Bedrohungen kennen wir, ich habe sie eingangs erwähnt. Doch wir kennen als Gemeinde Gottes nicht nur die Bedrohungen, sondern auch den, der sie überwindet. Wir kennen Jahwe persönlich. Dieser Ich Bin wird im Neuen Testament selbst Mensch. Ein Kapitel vor unserem lesen wir in Jesaja 40, Vers 5. Gottes Herrlichkeit offenbart sich und alle Menschen werden sie sehen. Durch Jesus ist Gottes Herrlichkeit sichtbar geworden. Auch der Herr Jesus ist Gott. Und in dieser Eigenschaft ist auch er der Ich Bin, der Unwandelbare, der Ewigseiende, der Treue. Jesus ist der Unveränderliche, auch wenn um uns herum die Zeit verrückt spielen mag. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Das Johannesevangelium ist voll von diesen wunderbaren Ich Bin-Worten. Jesus selbst sagt, ich bin die Tür, ich bin der Weinstock, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, das Brot des Lebens, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wir finden noch viele weitere Ich Bin-Worte, wenn wir das Johannesevangelium studieren. Und in der Offenbarung kommt Jesus nochmal selbst zu Wort. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. In Bezug auf Israel deutet der Name Ich Bin darauf hin, dass Gott die seinem Volk gegebenen Verheißungen einmal erfüllen wird. Denn er ist treu und er ist ewig derselbe. In Bezug auf die Gläubigen der Gnadenzeit, auf uns, ist derselbe Gott auch uns gegenüber alles geworden. Er ist auch uns gegenüber treu und er wird auch uns gegenüber seine Verheißungen wahrmachen, wenn wir ihn als unseren Retter angenommen haben. Und nun möchte ich die Verheißungen in Vers 10 nochmal genauer untersuchen. Dieser Vers 10 ist eine Oase. Eine Blume in der dürren Wüste oder besser ein ganzer Blumenstrauß. Ein Sechser im Lotto. Wir müssen ihn im Kopf verstehen und im Herzen aufnehmen. Ich habe euch diesen Vers 10 als kleine Kärtchen auf den Platz gelegt. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die Hand meiner Gerechtigkeit. In diesem einen Vers ist alles gesagt, was wir brauchen, wenn wir zum Dienst oder einer neuen Aufgabe berufen werden, sagt Spurgeon. Zum Dienst oder für eine neue Aufgabe. Und ich möchte hinzufügen, er gilt uns auch dann, wenn wir uns fürchten, dann, wenn die Bedrohungen und Anfechtungen an die Tür klopfen. In diesem einen Vers werden 5 Zusagen genannt. 5 Zusagen, warum wir uns nicht zu fürchten brauchen. Entdeckt ihr sie? Erstens, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Wir Menschen wollen immer gerne alles selbst im Griff haben, in der eigenen Verantwortung haben. Und jetzt zeigt uns aktuell Corona so wunderbar, dass dies nicht möglich ist. Und schnell macht sich Furcht breit, wenn wir etwas nicht überblicken, wenn wir überfordert sind.
Aber es ist vielleicht ganz gut, dass wir merken und uns eingestehen, Gott, ich habe es selbst nicht in der Hand. Ich kann nicht und ich brauche dich. Und das Schöne ist, er ist mit dir. Wer ist mit dir? Nein, nicht irgendwer. Der allmächtige Ich Bin ist rund um die Uhr mit dir. Spurgeon sagt, Gott vermag alles. Du kannst den Ozean seiner Allmacht nicht ausschöpfen. Darum sollst du dich nicht fürchten. Vielleicht verlassen dich Menschen in deiner größten Not. Vielleicht lassen sie dich im Stich. Er bleibt da und ist mit dir jeden Tag. Zweitens, hab keine Angst. Nochmal die Wiederholung. Ich bin dein Gott, kommt jetzt. Dein Gott. Dein ist ein Possessivpronomen, besitzanzeigend. Warum kann Gott das sagen? Weil er in mir wohnt und in dir wohnt. Der ewige, heilige Gott hat in uns Wohnung genommen. Darum kann er sagen, ich bin dein Gott, der über deinem Leben wacht. Ein drittes. Ich stärke dich, sagt Gott. Nochmals, Börtchen. Der Gott, der die Erde in ihrer Bahn steuert, der die Glut der Sonne erhält, hat verheißen, dich täglich zu stärken. Für jede Situation, für jede neue Aufgabe oder Herausforderung stärkt er dich und schenkt dir die nötige Kraft. Kraft für die Aufgaben im Haushalt, im Beruf, in der Familie, aber auch im Ehrenamt. Immer so viel, wie du jetzt gerade heute brauchst. Ich glaube, Gott gibt selten Reserven für einen ganzen Monat. Aber das, was du heute brauchst. Wie oft stehe ich morgens vor dem Spiegel nach einer Nacht, wo nicht genug Schlaf da war und frage mich oder frage Gott, Herr, wie soll das heute gehen? Und ich erlebe, er stärkt mich. Es reicht gerade so für diesen einen Tag. Einer meiner Lieblingsverse steht direkt vor unserem Kapitel Jesaja 40, 29 und 30. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke. Genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ganz nebenbei bemerkt, Gottes Stärke kommt in unserer Schwachheit am besten raus. Viertens, ja, ich helfe dir auch. Ist das nicht das Gleiche? Stärken, helfen? Ich denke, nein. Wenn ich meinen Schülern Aufgaben erkläre in der Schule, dann gebe ich ihnen durch die Erklärung das Handwerkszeug, dass sie theoretisch in der Lage sein sollten, ihre Aufgaben selbst zu lösen. Sie haben die Kraft dazu quasi bekommen. Und in der Praxis sieht es dann doch nochmal ein bisschen anders aus. Dann setze ich mich zu ihnen, helfe ihnen, gebe ihnen nochmals die Erklärung, gehe mit ihnen Stück für Stück, Schritt für Schritt die Aufgaben nochmals durch, bis die Aufgaben gelingen. Gott gibt die Stärke, deinen Alltag zu bewältigen, aber auch die Hilfe und dadurch das Gelingen, wenn wir plötzlich vor unlösbare Probleme kommen. Vielleicht ist es die Hilfe für die Vergebung, die du gerade brauchst, um vergeben zu können. Dort, wo du es selbst allein nicht hinbekommst. Vielleicht ist es die Hilfe, wenn die Kinder wieder mal außer Rand und Band sind. Oder wenn du beim Lernen nicht mehr weiterkommst. Vielleicht ist es die Hilfe, das richtige
Wort zu finden, wenn dein Chef wieder Unmögliches von dir fordert. Wann immer du dich schlapp und kraftlos fühlst, nicht weißt, wie du es heute bewältigen sollst, zieh diesen Vers raus. Es steht alles drin, was du brauchst. Er ist deine Stärke, er ist deine Kraft, er hilft dir. Jahwe. Fünftens. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wir müssen uns klar machen, diese rechte Hand ist nicht irgendeine Hand. Nein, diese rechte Hand Gottes umspannt das ganze Universum, lesen wir in Jesaja 48, Vers 13. Und mit dieser Hand hält er dich fest. Warum ist das nötig? Na, dass wir nicht hinfallen. Wenn ich mit meinem Sohn Fahrrad fahre, ist ihm beim Bergabfahren wichtig, dass ich ihn oben am Kragen seiner Jacke halte. Er spürt es kaum, denn er fährt allein, er bremst allein, er kriegt es auch ganz gut hin. Aber ihm tut es einfach nur gut zu wissen, da ist eine Hand, die lässt nicht los. Die Hand ist da, wenn es dann doch mal zu schnell wird, und die bewahrt mich davor zu fallen. Vielleicht bist du heute Morgen hier im Gottesdienst erschienen und hattest eigentlich gar keine Lust zu kommen oder den Livestream einzuschalten. Vielleicht fällt dir das Bibellesen gerade unendlich schwer und die Kraft zum Beten fehlt auch. Vielleicht hast du auch all das Gesagte gerade gehört und denkst, für dich ist ja schön und gut. Ich erlebe es aber nicht. Ich spüre nichts von Gottes Kraft, von seiner Hilfe. Wie oft habe ich gebetet und es passiert nichts? Wo kommt die Hilfe, die ich doch so nötig habe? Wenn die Zweifel sich im Glauben breit machen und du Gott nicht mehr verstehst, sei dir sicher, er hält dich. Vielleicht kaum spürbar, aber er hält dich gerade auch durch so eine schwere Zeit hindurch, dann, wenn du nicht mehr halten kannst. Ich möchte schließen mit einem Liedvers von Friedrich Krummacher. Wenn dich die Furcht überfällt, sei gewiss. Halt du mich nur bei deiner Rechten. Holdseliger Freund, und dann voran. Sei du der Stern in meinen Nächten, in meinem Boot der Steuermann. Und sprich, wenn ich in Stürmen sage, zwei Worte nur vernehmlich aus. Sprich nur, ich bin's. Und jauchzend schlage, ich meine Ruder durchs Gebraus. Ich bin mit dir. Ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch und halte dich mit meiner rechten Hand. Ich bin die Antwort auf deine Furcht. Ich möchte gerne beten. Allmächtiger Vater, du kennst unsere Furcht und unseren Umgang damit. Danke für deine wunderbaren Zusagen. Danke, dass diese Verse auch uns gelten. Und ich bitte dich, dass du in deiner Allmacht unsere Furcht und die Bedrohungen besiegst. Danke, dass du uns festhältst, gerade dann, wenn wir selbst keinen Halt mehr finden. Amen.